So, liebe Kinder, liebe Eltern, Trainer, Verantwortliche, Gäste, Omas, Opas, Tanten, Uromas, herzliches Willkommen zu unserem Vielmann Cup im F-Juniorenbereich 2012. 2012, richtig. Seid ihr denn alle munter und fit? Ja! Ich habe überhaupt nichts gehört, du? Ich habe nichts gehört. Seid ihr alle munter und fit? Ja! Na dann. Der Gruß ging ab. Wir begrüßen die erste und zweite Mannschaft vom KSC. Eine nur? Eine, Entschuldigung, eine. Die Gäste aus dem Norden von der SG Mogono. Wo sind sie? Oh. Und wo sind die Sprösslinge von der SG LVB? Zweimal. Panic Postdorf. Wo sind sie? Dort sind sie. Und wo ist unser LSV Südwest? So, natürlich der gastgebende Verein so, mit drei Mannschaften. Wo ist die SG Olympia? So, Remo, der Spielleiter, Organisator. Vielen Dank. Erstmal im Vorfeld, schauen wir mal, was passiert. Guten Tag erstmal. Du kriegst jetzt gleich. Ich mache den Mikrofon. Hallo, ich begrüße euch auch. Ganz kurz zu den Turnierregeln. Wir spielen also, wie wir die gesamte Saison gespielt haben, also keinen neuen Pipifax hier. Wechsel bitte an den Großfeldtoren ohne das Spiel, also ohne Spielunterbrechung. Ja. Fliegender Wechsel. Ansonsten die ganz normalen Regeln, wie immer, in die Schiedsrichter. Damit ihr auch Bescheid wisst. Die dürfen wir nicht vergessen, Kinder. Die müssen wir ganz besonders aufpassen. Großen Applaus für unser Schiedsrichterkollektiv. Ich hoffe, dass es keine Karten- und Zeitstrafen gibt in eurem Altersbereich. Ja? Ich glaube, da Worte sind genug gewortet. Los geht's. Los geht's. Die Mannschaften bitte aufs Spiel. Oh, bei mir ist schon reger Tumult. Ja, der Schiedsrichter ist auch schon anwesend. Geht das lauter? Ne, es reicht so, ne? Mir ja. Doch, die haben kurz Wochen. So, Olympia bitte, fertig werden. So, Feld 1 fertig. Feld 2 fertig, Mike. Don't mess with my tutu. Don't mess with my tutu. Ah.
Große Olympia 2, hier permanent im Angriff bei mir. Was ist, ne? Das geht bis um 12. So, 3-0 Olympia Erste. Torschütze, die Nummer 14. Titus Flor. Oh, das war nochmal knapp hier, Olympia 2 im Angriff. Während die letzte Spielminute gerade anbricht. Das wollte ich hören. Letzte Spielminute? Letzte Spielminute hier in den ersten beiden Spielen. Das war der Spieler mit der Nummer 42. Kaspar Raneist. So, Olympia 1, Freistoß, kurz vor Schluss. So, 2-0 für die SG LVB. Torschütze die Nummer. Und auf der anderen Seite drüben steht die erste Mannschaft der SG Olympia. Sensationeller Angriff der SG Olympia. Thank you.
So, was ist da drüben passiert? Panitz Borsdorf führt 1-0 gegen SG Olympia. Torschütze, die Nummer 12 höre ich bis hierher. Ja, und bei mir fällt eben das 3-0 für Olympia. Spieler mit der Nummer 50, Andreas. Gefährlicher Freistoß für Panitz Borsdorf. Ja, und da haben wir jetzt hier auch gleich noch das 4-0. Ein sehr schöner Heber. 1-0 in Führung. Torschütze mit der Nummer 10. Das könnte Pierre heißen, ich kann es nicht erkennen, aber zumindest die Nummer 10 von West 03 schießt das 1-0. Da fällt gerade das 1-0 für LVB gegen Olympia dritte Mannschaft. Turnierleitung und LVB macht in diesem Moment gerade das 2-0 durch Nicolas Korb. 2-0 LVB gegen Olympia. Zeitnehmer, was ist denn du? Wie lange haben wir schon? Ja, es sind 6 Minuten durch. Und bei mir steht's. Ja. So, das war das 3-0 für LVB. Spieler mit der Nummer. Letzte Spielminute läuft. Können die Hunde
2-0. Und welche Nummer hast du? Die Nummer 9. Die Nummer 9, der Paul. Paul schießt das 2-0 für Panitz-Borsdorf. Spiel ja. Mit der Nummer 9. Schon wieder mit der Nummer 9. Der kleine Paul macht das 3-0. So, nächste Partie. Feld 1. SG Olympia 1 gegen West 03. Und auf Feld 2 Olympia, zweite Mannschaft gegen LVB. So, Feld 1 steht 3-0 für Panitz-Borsdorf. Und auf dem Feld 2, Kai? Ja, bei mir ist leider noch kein Tor gefallen. Lass uns nochmal auflösen. So, das erste 9-Meter-Schießen. Der erste Schütz der LVB, Postenschuss. Und der war vorbei. 0-0 weiterhin. Jetzt die Chance für Mogulo. Das Spiel für sich klar. Mal bitte alle aus dem Strafraum raus. Alle Eltern und Kinder raus aus dem Strafraum. Jawohl, Glückwunsch, Mogulo. Ihr seid ja zu dritt. Geht's. So, das ist ja ganz stolz, hier dabei sein zu dürfen, das Turnier maßgeblich zu unterstützen. Und es ist immer wieder schön, leuchtende Kinderaugen zu sehen und so motivierte, junge, talentierte Spieler auf dem Platz.
Und vielleicht ist hier und da jemand dabei, der es irgendwann mal mit Italien erfolgreich aufnehmen kann. Ja? Die Hoffnung liegt in euch, Jungs. Ja? Ja. Wir haben ja auch Lose vorbereitet und werden jetzt hier per Verlosung einen kompletten Trikotsatz an eine Mannschaft vergeben. Komm mal her. Wir haben auch schon eine Losfee gefunden, die das hier übernehmen wird. Wie heißt du? Na, mal ein bisschen lauter und deutlicher. Jens. Alles klar. Und du ziehst jetzt ein Los für die Mannschaft, die einen kompletten Trikotsatz gewinnt. Aber lesen kannst du noch nicht. Gib's mal ein Remo, ich auch nicht. Also Spannung steigt. Und es ist der LSV Südwest. Ja! LSV Südwest gewinnt den Trikotsatz. Ein Vertreter von LSV Südwest, dann bitte zu mir. Wo ist er? Wo ist LSV Südwest? Ein Mannschaftsverantwortlicher. Mannschaftsverantwortlicher, jemand, der aus deinem Bratwurst gegessen, ja? Trocken helfen kann. Wir freuen uns damit und hoffentlich gute Spielergebnisse. So, machen wir weiter. So, ein Riesenapplaus erstmal noch. Vielen Dank der Firma Vielmann, Hauptsponsor 2012, Kinderspielen für Kinder beim Vielmann Cup. So, jetzt wollen wir... Siegerehrung, jetzt geht's los. Jetzt voran, genau so ist das. Ich erwarte für jede Mannschaft einen Riesenapplaus. Ja. 10 Mannschaften haben dann teilgenommen. Also fangen wir mit dem 10. Platz an. 10. Platz in unserem Vielmann Cup 2012 belegte die Mannschaft von LVB 2. So, Kai, du. Ja. Stopp. Ich weiß es. Nicht an dem Dicken vorbeirennen, sondern dort mal stehen bleiben, ganz kurz. 9. Platz belegt die Heimmannschaft der SG Olympia, 3. Mannschaft. So, 8. Platz. Warte, Moment, vielleicht noch ein bisschen. Wir warten, bis die Knien wechseln. Ja. Wir haben ja Zeit. Ist ja schönes Wetter heute. Ja, aber so schön. Das nächste Vielmann-Turnier wird wahrscheinlich im Winter stattfinden nächstes Jahr. Vielleicht haben wir dann eine Chance auf Sommersonne. Oder Soccer. Ja. Zu 8. Platz. 8. Platz. So, Kai, 8. Platz. Was sagt ihr das? Unter alten Herren bekannt? Ja. Als Kostendeckenplatz. Als Kostendeckenplatz. 8. Platz belegt die Mannschaft von West 03. Geil, wir kommen zum 7. Platz. Ja, 7. Platz. Ein Riesenapplaus. LSV Südwest. Wo sind sie? Da sind sie. Hallo? Der große Dicke gibt euch die Urkunde. Frisbee! Frisbee!
Hallo, ihr Rost, du hast Vorschuss, was habt ihr gesehen? Hau rein, bist du trotzdem. Ja, die Pokale gibt es natürlich erst ja. In den anderen Regionen. Es geht voran. Ja, geht ja da, ne? Ja. Sechster Platz. Wer ist Sechster geworden? Weiß es jemand? LVB 1. Erste Mannschaft, jawohl. Jawohl. Glückwunsch. Fünfter Platz. Wir nähern uns den Medaillenrängen. Genau, unser Nachbar aus dem Norden. Mogono Leipzig. Jawohl, Glückwunsch. Glückwunsch, Glückwunsch. Aber bei euch ist er leichter, der ich danach wieder. So, vier. Platz vier. Undankbar vier, nee. Nö. Aber stark gekämpft, gut aber gespielt am Anfang, unglücklich, knapp verloren. Ist auch mal im kleinen Finale. Jawohl. Knapp verloren. Olympia, zweite Mannschaft. Er spielt aber schon G, oder? Nein, nicht. Noch keine Pampers Brigade? Nicht. So, Medaillenränge. Mit Ausstoß, Medaillen. Medaillen. Hallo, Platz. Können wir noch 2 Minuten Aufmerksamkeit? 2 Minuten, dass wir die anderen auch noch, oder? Dritter Platz, Pokal, Medaillen. Alarm. SG Olympia, erste Mannschaft. Weiter, erstmal alle rum, dass ihr zusammen in der Gruppe seid und dann übergebe ich die Pokale. Glückwunsch, Glückwunsch. Zweiter Platz. Glückwunsch. Ganz, ganz knapp im Finale verloren. Aber denkbar knapp, mit einem Tor Unterschied. Ein Tor. Glückwunsch. Wir winken schon, ja, winke, winke. So, der Wilmer. Ach so. Diemann ja. Cup 2012 unter dem Motto Kinderspielen für Kinder geht dieses Jahr an den KSC 1864 Leipzig. Glückwunsch! Jawohl! Ein Applaus! Willst du noch was sagen? Wie war dein Trainer? Hast du gespielt? Ich suche dich. Ich hätte mir eben. Hast du ja gewonnen. Müsste ja gut gespielt. Ja, Moritz! Glückwunsch! Glückwunsch! Du hast doch gut, du hast doch so, den Zettel brauchen wir nicht mehr. So, und wer denkt, wir sind schon am Ende? Sind wir noch lange nicht. Sind wir noch lange nicht, okay. Genau. Wir haben hoffentlich noch ein paar Jahre, Jens. Ja, na, wir sowieso. Ich meine, am Ende. Jetzt haben wir noch irgendwie bester Torschütze, bester ja. Spieler, bester Torwart. Da kommst du mal her. Ja, ich stehe da und reden. So. Torschütze. Bester Torschütze. Bester Torschütze. Jetzt müssen wir mal fragen. Wie viel? Nee. Wer hat denn 5 Tore geschossen? Moritz. Ehrlich, Moritz vom KSC? Da muss schon. Geht noch ein Pokal an KSC. Da geht er wirklich. Ja, da geht er hin, Moritz. Jawohl. Das können wir noch ändern, ne? 5 Tore, richtig. Klasse. Glückwunsch. Ein riesen Ding. Da ist das Ding. So, der Torschütze ergibt sich natürlich.
aus den erzielten Toren. Der Rest, was jetzt kommt, haben Mannschaftsleiter Verantwortliche gewählt, der teilnehmenden Mannschaften. Wir kommen zum besten Spieler. Jo. Nee. Nicht? Doch. Bester Spieler. Steht bei mir auf dem Zettel die Nummer 3. Ja. Tja, wer hat eine Nummer 3 getragen? Viele. Und dahinter steht aber Olympia erste Mannschaft. So, da haben wir noch einen Torwart, ne? Besten Torwart. Der hat zwar vielleicht 1 zu viel reingekriegt. Auf unserem Zettel ist der Torwart vom LSV Südwestbedingungen. Eigentlich ist das ja, denke ich, sogar der zweite Torwart gewesen, richtig? Ja, das mag sein. So, also vielen Dank nochmal. Damit sind wir am Ende von unserem F-Junioren-Turnier.